Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe drei Punkte zusammengeschrieben, die man sich gut überlegen sollte, bevor man anfängt, mit der Fotografie Geld zu verdienen oder bevor man versucht, mit der Fotografie sein Geld zu verdienen. Punkt Nummer eins ist, mach Fotografie nicht zu deinem Job, wenn Gear dir wichtig ist, also wenn die Ausrüstung, die du benutzt, dir wichtig ist. Wenn du immer das Neueste haben willst oder immer die beste Ausrüstung, die technische, ja, eben das, was zuletzt auf den Markt gekommen ist, benutzt haben willst. Das ist nicht das, was Profifotografen machen. Immer die neueste Technik ist nicht das, was Profifotografen haben oder dem hinterherjagen. Tatsächlich haben wahrscheinlich die meisten Hobbyfotografen neuere Ausrüstung, als viele Profis sie haben. Das liegt einfach daran, dass wir das benutzen, was ökonomisch Sinn macht und einfach gut genug ist. Punkt Nummer zwei ist, wenn du nur die Fotos machen willst, auf die du Lust hast, und auch damit hatte ich und habe ich auch immer noch zum Teil so selber meine Probleme. Und zwar denkt man sich ja immer, man stellt diese Fotos auf seiner Website und auf Instagram aus, für die man engagiert werden möchte, die man machen will, mit denen man sein Geld verdienen will. Und das ist auch eine gute Idee. Das würde ich weiterhin so sagen. Man stellt die Arbeiten aus, für die man bezahlt werden will in Zukunft. Aber in der Realität kommt tatsächlich sehr oft jemand um die Ecke und sagt, ey, wir haben deine Fotos von so und so gesehen. Hast du nicht Lust, unsere Hochzeit zu fotografieren, jetzt im privaten Bereich? Oder hast du nicht Lust, unsere neuen Deodosen zu fotografieren oder sonst was? Und dann muss man irgendwas machen, was gar nichts mit der Arbeit, die man auf seiner Webseite ausstellt, zu tun hat. Aber man bekommt es eben bezahlt. Und die meisten kommerziellen Arbeiten, die man so macht, sind tatsächlich nichts Aufregendes oder nichts, was man im Portfolio überhaupt ausstellen würde. Manchmal schon. Ist dann eher aber ein Glücksfall und was, worüber man sehr froh sein kann. Aber viele, viele Aufträge kommen zwar aufgrund der Arbeiten, die man ausstellt, sind aber dann irgendwie komplett anders gelagert. Und der dritte Punkt, der mir eingefallen ist, mach Fotografie nicht zu deinem Job, wenn du nur fotografieren willst. Man unterschätzt es zum Teil am Anfang und man denkt, als Fotograf macht man einfach den ganzen Tag Fotos. Tatsächlich ist das meiste, was man tut, Admin, wie Buchhaltung, Verwaltungszeugs oder noch viel wichtiger Marketing, sowas wie Networking und Social Media, der wesentlich, wesentlich größere Teil als das Fotografieren selber. Dazu kommt natürlich dann noch sowas wie Fortbildungen oder eigene persönliche Projekte oder sowas, damit man wieder was zum Ausstellen hat. Aber Fotografieren ist erstens nicht der Großteil und zweitens fotografiert man gar nicht täglich. Also man kann sich natürlich so einrichten und wenn man vielleicht ein kleines Ladengeschäft hat, wo man Passfotos anbietet, dann kann man natürlich so sein Geschäftsmodell gestalten, dass man jeden Tag fotografiert. Aber in so einem auftragsbasierten Umfeld eben ist es wahrscheinlich so, dass es mehr Tage gibt, an denen man Verwaltungszeug und Marketing macht, als wo man tatsächlich fotografiert. Das wäre der dritte Punkt, den man auf jeden Fall bedenken soll. Kurze Zusammenfassung. Wenn einem Gear das Wichtigste dabei ist, dann sollte man vielleicht lieber Reviewer auf YouTube oder Techniktester werden. Wenn du nur genau die Fotos machen willst, auf die du Lust hast und alles andere ablehnen möchtest, dann musst du entweder an der Weltklasse sein, was ich auch jedem gönne, oder es weiter als Hobby betreiben. Und wenn du nur fotografieren willst, wenn dein Hobby fotografieren ist und du hast nur Lust, das zu tun, in der Zeit, wo du dich damit beschäftigst, dann ist die Selbstständigkeit als Fotograf wahrscheinlich auch nicht das Richtige. So, das war diesmal ein eher kurzes Video. Ich hoffe, es war trotzdem informativ. Wer cool ist, kann hier oder hier noch ein Video gucken oder mich hier abonnieren. Ich würde mich über ein Abo, ein Like und einen Kommentar sehr freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank.